Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer haben gerade einen Einsatz beendet. Auf ihrem Rückweg ereignet sich ein dramatischer Vorfall. Der Mann braucht dringend Hilfe. Was ist das denn? Was ist mit ihm? Das glaube ich jetzt nicht. Ey, Scheiße. Hallo. Hol mal Rettungswagen. Egon für den 3217 dringend. Die Kripo-Kommissare vermuten aufgrund der Kopfverletzung des bewusstlosen Mannes, dass er niedergeschlagen wurde. Noch während sie sich um ihn kümmern, kommt es nur wenige Meter weiter zu einem bewaffneten Überfall. Was ist denn jetzt hier? Mama! Bitte mal aufstehen! Der hat ein Messer. Warte. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Egon nochmal für den 3217 dringend. Was ist denn da los? Kommen Sie mal her. Warten Sie mal ganz kurz. Dringend mal eine Fahndung nach einem blauen Ford Fiesta, Duisburg, Trennung, Richard Siegfried. Was hat er gehabt? 1905. Frau am Steuer wird vermutlich von einer männlichen Person mit Messer bedroht. Auf Eigensicherung achten. Ist hier gerade Forsterstraße 88 aus dem Hof rausgefahren. Können Sie mich hören? Ist nicht ansprechbar. Der ist immer noch nicht ansprechbar. Ja, der 3217 hört hier dir zur Kenntnis. Schick mir bitte noch mal eine Streife hier zur Unterstützung. Bitte helfen Sie mir. Das ist nicht, dass ihr was passiert. Wissen Sie, jetzt sind ein und alles. Was hat ihr irgendwelche Probleme? Nein. Kannten Sie den Typ? Nein, definitiv Wieso, nicht. Haben Sie das jetzt mitgekriegt, dass der hier raus ist? Wir haben uns unterhalten. Ich wollte sie eigentlich besuchen und sie ist eingestiegen. Ich habe mich dann von ihr verabschiedet. Klappt? Und dann kam auf einmal dieser Anruf und ich musste dann, wie gesagt, zur Arbeit. Und auf einmal habe ich diesen Typen gesehen, nachdem ich aufs Handy geguckt habe. Also Sie kennen den Typ nicht, aber Ihre Mutter drin? Ja, definitiv. Die Beamten erfahren, dass sich der Täter auf der Rückbank des Wagens versteckte. Als die Mutter einstieg, bedrohte er sie mit dem Messer. Von der Tochter erhalten sie Hinweise auf Konflikte in der Nachbarschaft. Ja. Meine Mutter heißt Elke übrigens. Hat Ihre Mutter irgendwelche Probleme gehabt? Nein. Irgendwas hier? Das ist ja echt merkwürdig. War das Ihr Auto? Ja, schön. Ja, nee. Was? Nee, eigentlich irgendwelche gar Probleme nicht. Hier in der Straße? Nein, das nicht. Wobei, wo Sie gerade sagen, es sind so einige Kids hier unterwegs. Die haben so ein bisschen Stress gemacht. Meine Mama hat gesagt, es reicht hier definitiv. Sie geht zur Polizei, möchte Anzeige schalten. Die Nachbarn haben sich beschwert. Ich habe sie davon versucht abzuhalten. Entschuldigung, aber sind das hier vorne? Hier habe ich nämlich, dahin sitzen nämlich welche zwei. Ist das das, ja, klar, unser Klientel? Die haben definitiv bestimmt irgendwas damit zu tun. Können. Drei Stück waren es eigentlich immer. Also jetzt sind es zwei. Könnt ihr mal überprüfen? Ja, wir machen das. Wir gehen noch mal rein. Bitte beeilen Sie sich. Sie warten noch mal. Hast du die Personalien von ihr? Ja, die Personalien von ihr, ja. Ja, hier ist aber. Was liegt da unten? Gehst du runter? Ja, ja. Dann pass auf. Das ist ein Kuhfuß, das ist ein Einbruchswerkzeug. Ja, dann lass hier oben liegen, das sollen wir gleich holen. Ja, in diesem Fall gingen wir natürlich im Hof und hatten den Rucksack gefunden. Und jetzt haben wir natürlich Vermutung angestellt, dass die verletzte Person, die wir gefunden haben, im Grunde genommen von einem Einbrecher höchstwahrscheinlich überrascht worden ist. Und der dann mit der Frau im Hof, die dann vielleicht zufällig gerade vorbeigekommen ist, dann mit ihr geflüchtet ist. Müssen wir jetzt mal sehen. So. Hi. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Da ist gerade ein Mann überfallen worden, hat was über den Kopf gekriegt. Ja. Lecker, fein. Aber ihr seid mit dran, weil ihr gehört dazu, ihr seid Zeugen gewesen dabei. Wer ist der Dritte von euch? Wo ist der Dritte? Hier geht es um drei Leute, die keine hier Ahnung. Rumlungern. Ihr was? Seid zwei. Pissen vielleicht, keine Ahnung. Was? Was heißt pissen? Ja, der ist pinkeln gegangen. Wohin? Da hinten. In den Hinnenhof. Ja, ja. Jetzt hat doch nach hinten noch drin. Dann gehen wir noch hat er einen Rucksack dabei gehabt? Wollt er vielleicht irgendwo einbrechen? Kann sein. Keine Ahnung. Die Jugendlichen sind die Hauptverdächtigen und müssen zum Verhör auf die Wache. Wie sich zeigt, ist das Mädchen von zu Hause ausgerissen, der Junge bereits als Taschendieb aufgefallen. Aber für die Tochter zählt nur, wo ihre Mutter ist. Hierzu stoßen Dirk Ahrens und Klaus Schäfer bei der Spurensicherung auf ein wichtiges Indiz. Noch ehe sie nachhaken können, hören sie verdächtige Geräusche. Das heißt ja, liebt meine Mutter zwar über alles, von, aber das von hab jemandem, ich ne? noch nicht gesehen. Liebe Frieda, war es nett? Nein, wirklich nicht. Was ist das? Ach ja, die Sachen nehmen wir mal mit, ja? Ja, müssen wir dann legst du nebenhin. Ja, was war das? Reingucken, den kann man nicht sehen. Hallo, die Polizei? Hey, die Polizei, machen Sie mal die Tür auf, wenn da jemand drin ist. Alter, da hält jemand zu. Ja, was? Sie? Kannst du? Hey, Polizei, komm mal! Leg die Hacke weg, Junge! Komm raus! Da an die Wand!
Meine zurück, meine Hände. Ich will das nicht. Mach die Hand zurück. Mann, lass es. Der Festgenommene beteuert, den Geschädigten nicht niedergeschlagen zu haben. Die Ermittler halten ihn vorerst für glaubwürdig. Möglicherweise kann er Hinweise zum Überfall geben, da er in der Nähe war. Ist das dein Rucksack, der da vorne liegt? Komm, wir drehen mal rum. Ja. Ist dein Rucksack. Was wolltest du damit machen? Ich wollte gucken, was hier in den Kellerräumen so rumliegt, ob wir was gebrauchen Und was hast du jetzt gesehen? Was, hier, was hat hier stattgefunden? Hast du irgendwas hier mitgekriegt? Hier ist nur ein Auto vom Hof gefahren und hier hat eine Frau panisch geschrien, irgendwas von wegen Mama und hinterhergelaufen, ich weiß es nicht. Ich habe mich im Schuppen da versteckt. Sie haben also keinen Typ gesehen, der irgendwo im Messer hier rumgelaufen ist oder im Auto gesessen hat? Nein, in dem Fahrzeug, was da wohl gestanden hat? Hier stand nur ein blaues Fahrzeug, als ich hier zugegangen war. Komm, hier. Okay. Sollen ihn auch wegfahren, machen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal um die Frau kümmern. Ja, jetzt sind wir natürlich am Zweifeln. Hier sind zwei verschiedene Fälle, die miteinander nichts zu tun haben. Der Jugendliche hat seine Tat begangen. Und was mit der Mutter und mit dem wegfahrenden Fahrzeug ist, das müssen wir jetzt noch recherchieren. Können Sie mal schauen, ob Sie die Person kennen? Gehen Sie mal ruhig rein. Wir müssen ihn mal einmal kurz gucken lassen. Ja, natürlich. Das ist unser Hausmeister. Das ist Bernd. Okay. In was für einer Beziehung steht er zu ihrer Nein, das ist wirklich. Hat er mit ihrer Mutter was zu tun? Nein. Nein, wirklich nicht. Also er lebt ab und zu mal, wie gesagt, in dem Haus und macht da ihre seine. Hat er auch Sorgen mit den Jugendlichen gehabt? Ja, ab und zu mal vielleicht halt wegen dem Aufräumen, aber sonst war es das nicht, wie gesagt. Auf jeden Fall ist das der Bernd Geier. Okay, dann fahrt ihr in Städtische? Genau, alles klar. Ja, ja. Können wir rausgehen. Also das ist der Hausmeister. Warte mal. Wir haben gerade eine Meldung bekommen von einem Taxifahrer, der hat ein verunfalltes Auto in der Körnerstraße entdeckt, das zu eurer Beschreibung passt, auch Kennzeichen stimmt. Fahrzeug ist leer. Okay, Körnerstraße Nummer. Wo war das? In der Körnerstraße, die Hausnummer nochmal? Körnerstraße ungefähr Hausnummer, Höhe Hausnummer 16. Okay, dann fahren wir hin. Aus Gründen der Sicherheit soll die Tochter die Kripo-Kommissarin nicht begleiten. Die Beamten vermuten indes, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Die Mutter der jungen Frau ist wahrscheinlich in großer Gefahr. Jedes Indiz ist jetzt hilfreich. Habt ihr schon mal reingeguckt ins Auto? Schon was gesehen? Ja, hier an der Seite, das haben wir gesehen. Ne? Was denn? Hier, was hier alles liegt. Hier da liegt eine Kiste, ja. Ja. Da ist Blut auf dem Lenkrad. Ja, schon gesehen hier. Wollte gerade sagen, er wird von der Fahrt gegengeknallt. Aufgedotzt. Ja, das verunfallte Fahrzeug haben wir noch mal begutachtet und haben festgestellt, dass im Grunde genommen auf der Beifahrerseite auf dem Sitz ein Karton gestanden hat und der kippte aus und da waren Gegenstände drin, wie ein Teddybär aus Bad Oeynhausen, ein T-Shirt I love you Bad Oeynhausen und dann war ein Liebesbrief dabei an meine Angehimmelte, ein gewisser F. Wer das war, konnten wir uns nicht denken, weil wir hatten ja heute Morgen schon was gefunden mit F. Und auf der Rückseite war dann das Foto drauf von einem Mann mit der Frau, mit der Mutter von Frau, also die Mutter von Frau Schmidt, haben wir denn hier entdeckt. Tut mir leid, ich weiß, dass das... Ja, was machen Sie denn hier? Ich wollte meine Mutter, ich sollte vielleicht nicht hier sein, aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht und ich habe vorhin die Adresse mitbekommen. Aber wo Sie schon mal hier sind, können Sie was mit Bad Oeynhausen anfangen? War Ihre Mutter da irgendwie? Oeynhausen, ja, natürlich. Was hat sie denn nicht antworten? Wo war sie denn da? Meine Mutter war vor kurzem zu Kur, sie hatte einen Bandscheibenvorfall gehabt. Hat die da einen Kurschaden vielleicht gehabt? Ich wollte sagen, das sieht nämlich aus, als wenn sie jemanden kennen würde. Oder kennengelernt hat. Ja, natürlich. Sie erzählte mir was von einem Mann. Das irgendwas stimmt, mit aber F vielleicht? Hatte sie was mit ihm? Wissen Sie das? Hat sie es erzählt? Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Die Tochter erinnert sich, dass der Bekannte ihrer Mutter aus Rostock stammte. Blutflecke und ein Schuh führen die Kriminalisten auf einen auffällig geparkten Van mit Rostocker Kennzeichen. Die Halteabfrage bestätigt die Beamten in ihrem Verdacht. Einmal Halteabfrage für das abgefragte Fahrzeug. Halter ist ein Herr Frank Brandner, Siedlerstraße 22 in Rostock. Frank, bitte passen. Ja. Ist er irgendwie bekannt? Check ich gerade nochmal. Ich freue mich trotzdem. Willst du mal fragen, ob das der Schuh von der Mutter ist? Hallo? Das ist der Schuh Ihrer Mutter? Ganz ruhig, ganz schön am Auto bleiben. Kommen. Also ganz gut. Bleiben Sie gefahren. Bleiben Sie mal ganz gut. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Bleiben Sie schön am Steuer. Wir sind hier. Einmal aus dem Jahr 2015 und einmal aus dem Jahr 2000. Haschim, guck doch mal bitte nach der Dame erstmal. Nachdem dann über Egon das Kennzeichen überprüft wurde, kam als Halter ein Frank Brandner aus Rostock raus. Dieser Brandner hatte tatsächlich schon zwei Fälle, und zwar Stalking. In dem Moment war für uns natürlich klar, dass sich hier unsere gesuchte Frau Schmidt möglicherweise
in den Händen oder in der Gewalt von diesem Herrn Brandner in diesem VW-Bus befinden musste. Wimmert und er redet auf sie ein. Über Tür auf. Was sollte das? Polizei, Hände aus! Und runter, ihn runter. Runter. Hast ihn? Drehen rum auf deine Seite. Alles zu dir rüber. Ja, ich hab ihn. Langsam, hab ihn. Langsam. Und Hände auf, Hände auf Rücken. Hände auf Rücken. Hände auf Rücken. Bleib dir sitzen. Hast du's? Frau Schmidt. Alles. Polizei, alles okay. Frau Schmidt, alles in Ordnung. Okay. Ich hole mal ein RTW. Mit viel Fingerspitzengefühl gelingt es den Kripo-Kommissaren, das Opfer zu beruhigen. Als die Frau ihren Stalker nicht mehr sehen muss, ist sie bereit auszusagen. Dabei klärt sich jetzt für die Beamten der Tathergang, auch mit dem Überfall auf den Hausmeister. Können Sie uns dann einmal bitte aufklären, was da nun abgelaufen ist? Ich denke mal, das hat Ihre... Ich habe diesen Menschen... Ja. Ich war vor kurzem in der Kur. Ja. Und dann habe ich den kennengelernt und dann habe ich... ständig Geschenke und Anrufe von dem Mann bekommen. Okay. Und das kam mir schon merkwürdig vor. Ja. Und dann habe ich das alles in Zukunft. Ja, ist klar, danke, habe ich mit. Ja. Und dann wollte ich zur Arbeit fahren. Ja. Ins Auto steigen. Ja. Und auf einmal sitzt der hinter mir. Oh, ja. Und hat mir ein Messer. Das haben wir mitgekriegt, als Sie rausgefahren sind, sind wir vor der Tür gewesen. Das haben wir nämlich noch gesehen. Und hier wahrscheinlich unser Hausmeister. Den hat das wahrscheinlich mitgekriegt. Ne? Ja. Oder haben irgendwie dabei. Ja. Er war überrascht dabei und hat einen niedergeschlagen. Du hättest doch einfach nur mit dem sollen. Auto. Ja, klar. Ja, das Auto steht da vorne. Ja, Auto ich wollte Unfall machen, damit ich weglaufen kann. Die anderen können fahren. Ja. Ach Mensch, Mama. Aber der ist mir hinterher und dann wollte ich ihm mit dem Kopfstuhl über den Kopf hauen, damit ich weglaufen kann. Mama, ich konnte nicht dazu. Und dann hat er mich verletzt mit dem Messer. Der Täter muss sich wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Menschenraubs verantworten. Die drei Jugendlichen bekommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der festgesetzte junge Mann wird wegen versuchten Einbruchs angezeigt. Das Opfer und der Hausmeister haben sich wieder gut erholt.